Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Da bin ich wieder. Ich bin Asra und ich zeichne Comics. 5:30 heute Morgen. Was für ein Vogelkonzert. Amseln, Meisen, Rotkehlchen, ein Fink. Wie schön, dass es hier noch so viele Vögel gibt. Und das in Köln. Ich habe in meinem Garten eine Beerenhecke gepflanzt für die Vögel und einen kleinen Teich angelegt. Es scheint zu funktionieren. Aber das Vogelkonzert hat sich verändert. Die Meise ist ganz schön dominant. Ich lese euch mal was vor. Seite 144 schreibt Rachel Carson. Das Kapitel heißt Und keine Vögel singen. Wenn der Frühling naht, wird es nun in den Vereinigten Staaten in immer größeren Gebieten nicht mehr von seinen Vorboten, den zurückkehrenden Vögeln, angekündigt. Wo einst am frühen Morgen der herrliche Gesang der Vögel erschallte, ist es merkwürdig still geworden. Das ist kein Märchen, das ist wirklich passiert. Rachel Carlson ist Meeresbiologin und Schriftstellerin und hat mit Silent Spring direkt einen Bestseller gelandet. Sie beschreibt eindrucksvoll und sehr anschaulich und auch wissenschaftlich belegt die Zusammenhänge von chemischem Pflanzenschutz und zum Beispiel jetzt hier Vogelsterben, was ich gerade vorgelesen habe. In den USA wurde gegen das Ulmensterben DDT gespritzt. Eine Zeit darauf starben die Vögel. Überall im Land konnte man das beobachten, in den Gegenden, wo gespritzt wurde. Sie starben nicht unbedingt sofort, sondern wurden unfruchtbar. Sie legten entweder keine Eier mehr oder aus den Eiern schlüpften keine Küken. Das Laub fällt im Herbst runter. In der Erde wird das von Regenwürmern gefressen. Die Regenwürmer fressen natürlich das Gift mit. Und 45% aller Vögel ernähren sich von Regenwürmern und kleinen Maden und so Raupen und sowas. Weiches Zeug, vor allem wenn sie brüten, müssen sie das an die Küken verfüttern. So, die nehmen das jetzt mit auf, mit den Regenwürmern fressen die das Zeug auch. Dann sterben sie selber nicht sofort, aber ihre Eier werden unfruchtbar. Die Küken entwickeln sich nicht richtig oder sterben kurz vor dem Schlüpfen. Nicht nur die Regenwürmer werden vergiftet und sterben durch das DDT, sondern auch Insekten. Und sehr viele Vögel fressen Insekten, unter anderem zum Beispiel auch die Spechte. Und Spechte sind die Hauptfeinde von zum Beispiel Borkenkäfern und auch von den Käfern, die diese Ulmenkrankheit übertragen. So beißt sich die Katze in den Schwanz und man hat am Ende die Ulmenkrankheit nicht bekämpft, weil es oft überhaupt nichts geholfen hat, dass man DDT gespritzt hat. Die Ulmen sind trotzdem gestorben. Und man hat auch keine Vögel mehr, die die Ursache vom Ulmensterben bekämpfen. Jetzt könnte man meinen, müssen wir uns entscheiden zwischen Ulmensterben und Vögelsterben. Aber sieht anders aus. Ich zitiere nochmal. Seite 159. Sollen wir nun Vögel oder Ulmen haben? Doch so einfach ist das nicht. Und es ist eine der Ironien, denen man auf dem Gebiet der chemischen Schädlingsbekämpfung so oft begegnet, dass wir sehr wohl am Ende keines von beiden mehr besitzen können, wenn wir uns in den gegenwärtigen, ausgefahrenen Gleise weiterbewegen. Sprühmaßnahmen töten die Vögel, retten aber die Ulmen nicht. Carson beschreibt die natürlichen Lebenskreisläufe, wie alles mit allem zusammenhängt und wenn wir da eingreifen, ohne zu wissen, was wir wirklich tun, und mit solchen tödlichen Giften wie DDT zum Beispiel, das es damals noch gab, dass es am Ende auch uns Menschen schadet. So, und zum Schluss möchte ich euch noch vorlesen, was hinten auf dem Buch steht. Rachel Carsons eindrucksvoller, nach wie vor spannend zu lesender Bestseller ist eines der einflussreichsten Sachbücher aller Zeiten. Zum ersten Mal wurden hier einem breiten Publikum die katastrophalen ökologischen Folgen massiver Eingriffe in die Natur bewusst gemacht. Der stumme Frühling führte zum Verbot von DDT und war die Initialzündung für die weltweiten Umweltbewegungen. Das Buch Der stumme Frühling von Rachel Carson kann ich hundertprozentig empfehlen. Es ist spannend geschrieben, liest sich so weg und es ist wissenschaftlich fundiert. Das hat mir besonders daran gefallen. Und es ist genauso aktuell wie damals, als es geschrieben wurde. Also 100% die Empfehlung. Trotzdem, man regt sich die ganze Zeit auf, denn Rachel Carson hat dieses Buch schon 1962 geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat man die ganze Zeit gewusst, was da passiert.
Und so wenig hat sich geändert. Greta und die Schüler, die auf die Straße gehen freitags, haben so recht. Ich bin damals auch auf die Straße gegangen gegen Atomkraft. Heute zeichne ich und unterstütze Menschen, die es anders machen. Dies ist ein Comic, den ich gezeichnet habe, Moshbag. Da habe ich gezeichnet, wie, was man alles machen kann. Und zwar jeden Tag und sofort. Und wie schön wir es haben könnten. Kommt wieder und teilt diesen Blog und die Posts. Tschüss, macht's gut, take care.